Moin, moin, ihr da draußen. Hier ist wieder euer Micha und damit ein herzliches Hallo wieder zurück bei ARK Survival Evolved mit unserer Mission. Unser Beet ist weg. Hat das einen Sinn? Nee, es hat keinen Sinn. Unser Dings ist auch weg. Macht aber alles nichts. Wir werden gleich zur Höhle gehen. Ganz einfach. Muss mich mal ducken. Sind die voll? Sehen so leer aus. Was ist das? Seht ihr das auch? Ich kann irgendwie meine Beutel nicht füllen. Warum kann ich meine Beutel nicht füllen? Wenn ich sie gar nicht hergestellt habe, ich will es nicht. Aber was ist das denn jetzt für ein Bug? Jetzt sind sie weg. Gerade waren sie noch da unten, jetzt sind sie weg. Oh Mann. Ich habe mich schon gewundert, warum unser Beet weg ist. Also, mit der Speicherfunktion in diesem Spiel bin ich noch nicht so ganz einverstanden. Jedes zweite Mal müssen wir uns dann wieder irgendwelche Kleinigkeiten wieder besorgen. Nur weil das Spiel hier backt und nicht meine Wasserdinger gespeichert hat. Halt einfach. Elf Leder, ich weiß nicht, ob wir damit was anfangen können. Elf Leder. Ah doch. Brauchen wir noch ein paar Fasern. Dann kriegen wir wieder unsere zwei Stück zusammen. Aber es ist trotzdem ärgerlich. Woran kann das liegen, Mann? Ich zeige euch heute, dass ich wirklich speichere. Also, ich verstehe das nicht. Warum? Es fehlt mir schon wieder Fasern. Das verstehe ich nicht. Aber ganz egal. Wir sind immer noch dabei, die Mission fertig zu machen. Wir haben ja eine Mission. Das ist Menü, also... Dafür, dass das bald echt erscheinen soll, ist mir das noch zu buggy manchmal. Ja, nun ja, es macht Spaß, aber... So ein paar Fehler muss man noch beheben, glaube ich. So. Siehst du, der ist voll. Und der ist auch voll. So. Haus. Unser erstes Haus. Vielleicht sollten wir mal abspeichern, wo wir jetzt gerade sind. Wir sind bei... Hoffentlich macht das wieder richtig. 80, 59 oder so. Das können wir mal auch Haus nennen. Ja, wie ihr merkt, ich bin heute irgendwie nicht ganz so... Es regt mich einfach auf. Ja, das passt schon. Dass wir unser... Strandgut. Ach, unser Strandgut, das ist unser Speicherpunkt. Immer wieder verlieren. Warum, weiß ich auch nicht. Ein Moment, ich muss mal eben was nachgucken. Schupp, da bin ich wieder. Denn ich muss ja auch eben gucken, die Daten, die mir Fox geschrieben hat. Ich habe die leider vorher nicht rausgesucht. Ich bin schlecht vorbereitet, ich weiß. Aber nun ja, so ist das eben mit mir. Kann sich nur um Stunden handeln. So. Wann hatte uns denn der liebe Fox das geschrieben? Da, glaube ich, in diesem Part. Die Deutschen besitzen weiteren Sparvermögen. Ne, das brauchen wir jetzt ja wohl nicht hören. Nee.
dann hat er das unter 6 geschrieben. Oh ja. Da haben wir es. Lat. Und Long. Lat und Long? Fox, was ist Lat und Long? Leben wir in China? Ah, geh mal zu 71 Lat und zu 86 Long. Chawong. Keine Ahnung. Ich guck mal, ob das Längengrad und Breitengrad sind. Aber warum Lat und Long? Naja, wie ging das denn jetzt? Oh nee, falsche Taste. Ich bin überhaupt gerade nicht in diesem Spiel. Also wenn ich davon aus, dass Breitengrad Lat ist, dann nehmen wir hier 71. Und Längengrad 86. Und dann schreiben wir Foxen, damit ich weiß, was gemeint ist. Fox annehmen. Da hinten. Mal eben hingehen, ne? Wir haben alles dabei. Wir haben alles dabei. Level up. Level up. Da gehe ich doch glatt mal in Nahkampfschaden. Ja, die Punkte geben aber anders aus. Laufen wir eigentlich richtig? Ich sehe gar nicht, dass wir uns überhaupt bewegen. Keine Ahnung. Ein Quastenfroster. Okay. Jetzt mal gucken. Also man braucht hier echt einen Kompass, meine Güte. Das ist doch der Schwanz von einem Bronto, ne? Ja. Hier das große Meer ist. Jetzt laufen wir erstmal in die Richtung. Ich hoffe, jetzt bin ich richtig. Ich bin heute irgendwie still. Ich merke das schon. Das wird jetzt keine Folge, wo ich hier viel labere, glaube ich. Ich bin voll konzentriert hier eben bei der Sache, würde ich sagen. Au! Ich sehe ihn nicht mehr. Ich glaube, er ist tot. Jo. Leder können wir gebrauchen, rohes Fleisch wahrscheinlich auch. Nee. Ich weiß noch nicht, wo ich jetzt hier gleich bin, aber... Ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung. Ich glaube, die Höhle kenne ich sogar. Fox. Das müsste eine Lava-Höhle sein, richtig? Deswegen auch das Wasser. Ja, der Fox hat auch geschrieben, deine Beutel sind ein bisschen undicht. Ja, weiß ich, dass meine Beutel ein bisschen undicht sind. Ich kann aber noch gerade keine anderen herstellen. Lass den Dodo in Ruhe. Der hat einen Dodo umgebracht. Ja, da muss auch dieser Dodo dran glauben. Das gibt es nicht. Die Viecher kommen aus dem Wasser. Das kleine Viech kommt aus dem Wasser. Wenn ich reingehe, ist da ein Megalodon. Aber sowas von. Oh Fox, wo schickst du mich hin? Muss eine halbe Weltreise machen.
Ja, in diesem Part geht es eigentlich auch hauptsächlich darum, jetzt zur Höhle zu kommen. Ich weiß noch nicht, ob wir in diesem Part überhaupt in die Höhle reingehen. Da ihr seht, wo das Ganze ist, nicht schlecht, Herr Specht. Die Beutel kann ich auch noch mal kurz vorher auffüllen, weil wenn es wirklich die Höhle ist, die Fox meint, dann ist die in der Nähe vom Wasser. Da ist eine schöne Bucht. Da können wir eigentlich auch noch mal ein Lager dann bauen. Das mache ich aber wenn dann offscreen. Noch mal ein schönes Lager bauen. Weil jedes Mal zu dem Haus nach da hinten zu latschen. Obwohl, ich habe gehört, da gibt es viele, viele T-Rexe. Was leuchtet denn da im Wasser? Oh, scheiße. Fox, du bringst uns um. Schade, den hätte ich auch gern gezähmt, aber nun ja. Was leuchtet da im Wasser? Das ist eine Qualle. Ich wollte gerade sagen, so weit im Norden, aber so weit oben, eine Qualle. Habe ich noch nie gesehen. Seid alle schön lieb zu mir. Ich bin auch lieb zu euch. Ja, da habe ich mal eine Frage. Gibt es ein... Oh Gott, das ist hier tief. Gibt es einen Unterschied zwischen Bronto und Brontosaurus? Also, zwischen Brontosaurus und Brontosaurus, meine ich. Ich muss hier echt drüber schwimmen, weil da war schon wieder der nächste Fleischfresser. Oh, Fox, du bringst uns echt um. Jetzt kann meiner nicht mehr hauen. Was ist jetzt los? Ja, wir sind gleich tot. Juhu. Ich konnte nicht mehr hauen. Ich sag doch, das Spiel ist noch so bescheiden. Fox, es tut mir leid, ich muss deine Mission leider abbrechen. Keine Ahnung. Wo schickst du uns dahin? Die Mission ist jetzt nicht abgebrochen, weil ich mach die irgendwann. Aber nicht jetzt. No way. No way. Ehrlich nicht. Klar hätten wir vielleicht nicht sterben müssen, weil uns wenn wir nicht schlagen hätten können, hätte ich ihn ja geschlagen, aber das Spiel buggt. Ohne Scheiß. Wenn das irgendjemand mitkriegt, der verantwortlich ist für dieses Spiel, das müsst ihr reparieren. Ich hatte das schon ein paar Mal offscreen. Du kannst nicht mehr schlagen. Nichts. So scheiße ist das. Wir hatten zum Glück nicht viel dabei, aber es ärgert mich trotzdem. Aber nun ja, machen können wir jetzt sowieso nichts dran. Aber ärgerlich, echt ärgerlich. Ich hab gedacht, ich zeig euch mal was, aber... Puh. Nicht so. Ehrlich, nicht so. Schade, ich mag das Spiel echt gerne, aber das? No way. Nee. Ich bin jetzt echt ein bisschen... Stell dir vor, ihr kauft euch ein Rennspiel und das Spiel sagt, nö, lenken darfst du nicht. Nö, du musst da vorne gegenfahren. Du musst Letzter werden. Weißt du, wenn ich gesehen hätte, okay, wir haben sowieso keine Chance, weil es ein T-Rex oder sonst was wäre. Okay.
Wir hatten schon wieder einen Raptor. Ich habe schon gar keine Lust, dahin zu gehen. Aber so? Nö, darfst nicht schlagen. Nö. Ich meine, das ärgert mich jetzt wirklich. Ich weiß, dafür könnt ihr nichts, aber das ärgert mich. Achso. Ja, was fangen wir jetzt mit den Punkten noch an? Ein Pinsel, ja. Damit können wir uns die Haare färben neuerdings. Das ist ganz lustig gemacht. So, Narkobären-Dings brauchen wir. Den Stuhl brauchen wir nicht. Zement und Schießpulver brauchen wir auch gerade noch nicht. Kompass. Ein Holzschild, eine Pistole. So. Jetzt gehen wir uns eine richtige Waffe machen. Und dann mit Narkobären stellen wir uns Betäubungspfeile her. Wenn wir das alles gemacht haben, dann holen wir uns die ersten Dinos und dann Fox. Dann verspreche ich dir wirklich, da gehen wir hin. Aber ich will selber zwei Raptoren dafür haben. Ehrlich? Was ist jetzt schon wieder los? Ihr müsst mir auch mal schreiben, wann kommt diese Musik? Diese Miau. Kriegt man einen halben Herzinfarkt, wenn man denkt, jetzt steht ein Dino hinter dir, aber nö, ist gar nichts. Das Spiel macht es ja lieber anders. Oh, es kommt ein Dino, darfst du ihn mehr hauen. Nö. Ihr merkt es gerade, ich bin immer noch so ein bisschen. Jetzt sind gleich unsere 20 Minuten um. Und wir haben nichts geschafft, nichts. Wir sind gestorben. Oh. Uns fehlt Feuerstein. Ich weiß, so kriege ich natürlich keinen Feuerstein, aber uns fehlen auch Fasern. Ärgert mich gerade echt. Das riecht kein Feuerstein ein. Ach, das ist ärgerlich. Ich weiß, das gehört zum Spiel dazu, aber das war jetzt echt unnötig. Ich sag ey. Eine Niederlage. Ich bin jetzt auch wieder komplett nackig. Oh. Eine Niederlage stecke ich so hinweg. Das nehme ich so in Kauf. Weil das gehört wirklich zum Spiel dazu. Aber wenn ich mich fressen lassen muss, ja dann. Ja, ich. Also ich glaube, ich werde die Folge auch nennen Foxes Akro oder so. Also Micha Foxes Akro. Fox, der andere Fox kann nichts dafür. Der will uns eine Herausforderung stellen, die nehme ich gerne an. Und dann gehe ich hin. Ein Raptor. Kein Problem. Zwei Raptor. Oh! Der zweite Raptor. Ne, du darfst nicht mehr hauen. Das wäre jetzt dagegen unfair dem Raptor gegenüber. Das ärgert mich echt immer noch. Ich bin schon selbst blöd, um Holz zu treffen. Ja, heute nehme ich übrigens auf mit meiner Logitech Kamera. Wo sind eigentlich meine Pfeile? Die brauche ich erstmal nicht. Ach, da, Steinpfeil. Achso, hat er schon ausgerüstet. Gut. So, dass wir jedenfalls etwas geschafft haben. Wir haben einen feinen Bogen. Juhu! Das muss ich glatt mal noch gucken. Nee, mach ich beim nächsten Mal. Also, die Folge ist einfach alles schiefgegangen, was schiefgehen kann. Außer wir haben jetzt einen Bogen.
Wir sind wieder nackig, wir sind gestorben. Wer jetzt erst einschaltet, so kurz vor Ende. Wir sind gestorben. Warum? Weil das Spiel es so wollte. Nicht, weil uns ein T-Rex oder sonst was angegriffen hat. Nein. Es hat uns ein Raptor angegriffen. Und zu allem Übel durften wir nicht hauen. Deshalb stehen wir wieder hier. Und zu Anfang. Ach, ich brauche gar kein Holz. Also ich bin hier echt durcheinander. Es tut mir echt leid. Na toll, der verschwindet auch noch. Ja. Schöne gute Leder. Alles weg. Alles weg. Und das, die Steine muss ich gleich erstmal wegpacken, sonst bin ich viel zu schwer. Ich glaube, ich habe genug Steine jetzt, wa? Das heißt, du sollst eigentlich wieder einen Platz aufsuchen. Ja, ich weiß. Inventar öffnen. Ah, da haben wir Leder. Jedenfalls etwas klappt. So, warten wir jetzt in Mörser und Stößel. Mörser und Stößel. Hab ich einfach mal hier in der Ecke. So. Zack. Inventar öffnen. Narkobären haben wir schon 11. Wunderbar. Was brauchen wir noch dafür? Um Narkosemittel herzustellen. Verdorbenes Fleisch. Ja, das hatten wir gerade richtig viel. Jetzt ist weg. Leute, also, wie ihr seht, man sieht sich. Ich denke, das war's jetzt erstmal von hier. Weil wir müssen auf Fleischjagd gehen. Da wir keins mehr haben, um Narkosemittel herzustellen. Und dann Narkosepfeile. Und dann lasst uns Dinos zähmen und dann zur Höhle gehen. Hier ist gerade wirklich nichts. Ich glaube, das mache ich offscreen, das Fleisch holen, damit ihr nicht noch so eine Folge habt. Also, haut rein, man sieht sich. Ciao und tschüss, euer Micha. Bis dann.